Heute gibt es noch wieder ein Lama-Opening. Es gibt nämlich auch wieder coole Sachen im Shop. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon feststellen durftet. Boxerbert, wo ist denn deine Mütze? Zum heutigen Anlass muss ich leider sagen, dass ich sie abgelegt habe, denn... Schatz, was denn beim Friseur? Sieht so gut aus. Oh, richtig. 19,90 Euro, Leute. Ja, ist vielleicht doof, mit seinem 19,90 Euro Haarschnitt zu flexen. Und in den Zuge kommen wir direkt... Spaß. Bevor ich sie öffne, natürlich muss ich noch ganz kurz hier im Creator Code Foxbear und schön in Eugen investieren. Ich könnte wirklich dir gehören. Zuallererst öffne ich wieder, Alter, und er labert die ganze Zeit. Als erstes öffne ich noch mein Winterlama, was ich im Sommer bekomme. Vielen lieben Dank, Epic Games. Des Weiteren funktionieren ja auch diverse Gruppentools aktuell nicht in Fortnite. Aber halt, nicht in Fortnite, nur in Rette die Welt, ist ja klar, als würde Battle Royale jemals buggen, Leute. Übrigens, mein zweites Winterlama kam so gestern, wie man munkelt. Ein Werbung für Video auf meinem zweiten Kanal für den Simon umgespielt. Okay, war jetzt halt nicht so geiles drin jetzt hier. Also die Winterlamas haben sich null gelohnt. Ich denke auch, wir können sehr bald mit Ersatz-Trollschatz-Lamas rechnen, wenn Epic Schmappic sich dann wieder entschuldigt dafür, dass es einfach nur scheiße ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die einzeln kaufen soll. Dann habe ich halt keine Öffnen-Animation, was aber eigentlich gut ist. Und kann ich nicht mehr mehrere hökern? Kaufe ich, klar, aber kann ich nicht mehr mehrere kaufen direkt? Oder ist das richtig dümmlich geworden auf einmal spontan? Epic Games. Okay, das war drin, ist halt auch nicht so gut. Aber die Tickets nehme ich. Denn wie gesagt, am Ende des Tages, den möchte ich übrigens unbedingt mutiger Mümmler kennen. Dazu wird es ein absolut krankes Bild geben. Aber was ja hauptsächlich möchten, sind die Tickets. Aber ich würde halt gern wissen, Gegenstand erwerben. Ich kann nur, warum kann ich nur eins auf einmal immer hökern? Ist doch scheiße. Okay, dann gönne ich mir einen Waffenlama. Und hier kam direkt, okay, stand auch vorher dran, was rauskam. Ist halt okay. Für die Sammlung auf jeden Fall zwei legi Sachen wieder. Die nimmt man halt gern mit, wisst ihr. Und hat sich gelohnt. Oh, was? What? Random die Windattack habe ich nicht. Alter, lol, das ist ja geil. Zumindest glaube ich, dass ich sie nicht habe. Muss ich gleich hier nochmal gucken. Aber lol, als ob ich halt echt noch was Krasses jetzt rausgucke. Dann bin ich ja jetzt gleich noch doppelt gespannt. Und Leute, ich habe eine kurze Frage an euch. Aber nur eine ganz kurze Frage. Meint ihr, wenn ich das Spiel immer neu starte, kriege ich hier wieder Goldlamas? Auf der anderen Seite läuft hier halt ein Timer, der eventuell vermuten lässt, dass die nach dem Timer wieder resetten. Ich starte trotzdem mal neu. Mal testen schadet nicht. By the way, es rettet die Welt immer noch reduziert, falls sich der ein oder andere doch noch entscheidet, sich RDW über meinen Creator-Code zu kaufen. Bitte. Und. Okay. Scheint so, als würden die tatsächlich nur nach der Zeit resetten. Oder vielleicht auch, wenn man eine bestimmte Anzahl gekauft hat, kriegt man mal wieder ein goldenes. Ich schätze, da gibt es aber auf jeden Fall ein System hinter. Schade, schade. Hätte ja trotzdem sein können, dass man hier randomize-mäßig den silbernen wieder rauskriegt. Nämlich. Alter, die quatschen wirklich am Laufband. Halt doch mal einmal die Fresse. Da muss ich ja wieder 50 Jahre Sprüche anhören. Adios, viel Spaß. Junge, was denken die sich denn? Ich muss ein Video machen. Alter, jetzt kommen die so schnell, die Texte, dass sie sich schon überlappen vom Textspruch. Alter, holy shit, pro Lama kriegst du direkt 4 reingedrückt oder so. Alter, halt doch die Schnüss, Junge. 4 Stück overlappen sich. Ist ja hardcore und es geht sogar Gold. Hä, was? Wurde aber Silber angezeigt. Okay, 3. Also da bin ich zufrieden. Da bin ich wirklich stabil. Da gehe ich cool mit, auf jeden Fall. Und das nächste. Auch wieder nur normales, nix, nur scheiße. Ich gebe auch all meine V-Bucks aus, ich hau richtig raus jetzt. Oder wie gesagt, oder Moment. Mir fehlen noch... Ah, fuck. 300, 6 Lamas müsste ich noch öffnen. Jo, 6 Lamas öffnen, dann kann ich nochmal 11 Piratenlamas knacken. Nehme ich. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Es geht einfach Gold. Nummer 4. Und das letzte kommt zugleich. Sehr nice. Okay, und dann können wir jetzt noch 11 dicke Eugen zu öffnen. Richtig top. Und was auch richtig top ist, dass ich erstmal gut Cash gerade gekriegt habe. Beziehungsweise so viel ist es leider nicht. Ich darf leider, verbietet Schmappic Games, dass man über seine Creator-Einnahmen talkt. Finde ich, ich kann es nachvollziehen, natürlich. Wir möchten ja nicht, dass jeder weiß, was hier rumspekuliert wird. Aber ich persönlich fände es doch schon auch für euch recht interessant, sag ich mal. Kann da aber, wie gesagt, leider keine Angaben machen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist... Ja, okay, ich sag nix. Schatz, hat Epic Games dich etwa im Griff? Ja, könnte schon sein. Okay, Kupfer, Dampfkolben oder Kupfer. Ich glaube, die Dampfkolben habe ich noch nicht. Das Ding ist halt, Leute, Real Talk. Ohne das Epic Games Creator Cash könnte ich nicht YouTube machen, sondern müsste mir anstatt YouTube einen Nebenjob suchen, damit ich mein Studium finanzieren kann. Weil, wie gesagt, oder die meisten wissen es ja, ich studiere. Und da es ein Fernstudium ist, kostet das eben eine gewisse Summe im Monat. Oh, und jetzt kriege ich die nochmal so. Jetzt kriege ich die nochmal for free, Alter. So dumm. Und ich sag mal aber auf jeden Fall so, ohne das Creator Cash wäre das auf jeden Fall so nicht möglich. Also wirklich absolut danke an alle, die den nutzen. Falls ihr noch niemanden supportet und supportet auf jeden Fall irgendeinen Creator, egal ob ich oder nicht, habe ich beides schon. Aber es kostet euch halt nicht mehr, von daher tut euch da was Gutes. Alternativ macht euch einfach selbst einen Creator-Code, sag ich mal. Einen privaten für euch. Und die Lamas gerade fallen mau aus, du. Ich muss ja sagen, ich hoffe auf noch eine kleine Böllerung. Muss jetzt nicht hier oben sein, aber ich sag mal so... Hier? Komm schon, hier. Oh, habe ich noch nicht.
sick. Absolut sick. Das ist nice. Das ist nice. Genau dafür öffne ich sie. Wie gesagt, viel habe ich ja auch schon vom Event, aber ein paar Sachen eben nicht. Und die paar Oins möchte ich mir jetzt noch hier rauszwecken. Das ist quasi der Sinn und Verstand von dem Ziel hier. Falls es überhaupt Sinn und Verstand hat. Was ich hier tue, na, man weiß es nicht. Der eine munkelt so, der andere so, sage ich. Ich munkel auch, aber ich bin ja schon in meinem Verstand. Also macht's von mir, ist mit Verstand von mir aus. Und wieder die Dampfkolben. Ach, ist das schöne Triple-Dampfkolben schon. Und aus den letzten drei kriege ich nochmal drei. Wahrscheinlich. Ich würde es mir wünschen. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Okay, nicht gejinxt, aber ich sag mal, ich habe nichts bekommen. Ist jetzt auch nicht besser. Zwei Stück noch. Bitte, bitte. Gib mir was Fettes. Bitte, bitte, bitte. Nichts. Und im letzten spüre ich es. Geht zwar in die Paysafe-Card. Bitte, bitte, bitte. Lass die drin sein. Nee, Spaß. Da können keine Paysafe-Cards drin sein, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber bitte, lass nochmal zum Abschluss eine schöne Sache. Eine schöne kleine. Hype. Ja, nice. Okay, okay, krass. Dann habe ich echt noch zwei Heroes gezückt. Finde ich top, bin ich absolut mit einverstanden. In dem Sinne, habe ich euch lieb. In dem Sinne, abonniert meinen Eugen, schaut auf meinen Zweitkanal, unten verlinkt und reingeguckt.